Hallo zusammen, mein Name ist Björn Schwarz und willkommen auf meinem Kanal. Kurz vorab, ihr kennt es schon, dies ist eine Dauerwerbesendung und alles, was ich gleich erzähle, ist alles meine eigene Meinung. Damit starten wir direkt mal durch. Wir reden heute über das Comic Zombie Man. Das ist ein Band Nummer 1 aus dem Jahre 2018. Das ist das Cover. Über das Cover muss ich was erzählen. Es sieht schon geil aus. Die Covers vom Weißblech-Comic sehen sowieso immer geil aus. Ob es nachher Kala ist oder hammerharte Horrorschocker, Welt der Schrecken und was weiß ich, was sie da noch alle haben. Die Cover sehen einfach geil aus. Da geben sie sich richtig viel Mühe für. Also muss ich echt sagen, wenn ich im Kiosk bin und sehe das Comic, das nehme ich doch automatisch schon mit, wer auf sowas steht, oder? Auf jeden Fall. Das Comic. Woran erinnert euch dieser Typ hier? Ja, genau. Es ist natürlich eine Anspielung aus The Walking Dead. Und er soll das hier sein. Rick Grimes. Kann man es erkennen? Ja, jeder von euch hat The Walking Dead geguckt. Gehe ich mal von aus, wer Zombie Man liest, der hat aus The Walking Dead geguckt. Es ist ein bisschen Satire dabei. Aber The Walking Dead kriegt auch richtig was auf die Nüsse. Sagen wir mal so. Genau, denn diesmal ist das nämlich so, dass die Zombies die Guten sind und The Walking Dead, Rick Grimes, ja, der Schurke ist, der Böse ist. Und er heißt ja auch nicht Rick Grimes natürlich, das geht natürlich nicht. Er heißt, da muss ich immer mal nachlesen, er heißt Grimmel und nicht Grimes. Grimes heißt ja eigentlich, also Grimmel. Und es ist auch ein bisschen witzig, da sagt er zu einem Mitarbeiter: Hast du das verstanden, Karl? Karl heißt ja The Walking Dead, sein Sohn. Und dann sagt, und dann ist da so eine Anspielung hier drauf. Und dann sagt der andere: Ja, habe ich verstanden, aber mein Name ist gar nicht Karl. Es ist schon, diese Zusammenhänge zu Walking Dead machen Spaß in diesem Comic. Auf jeden Fall. Es gibt insgesamt bis heute vier Comics davon. Und diese Geschichte ist nicht zu Ende erzählt. Also es endet mit einem Cliffhanger und man muss sich dann Band Nummer 2 kaufen. Wie es dann mit Band Nummer 3 und 4 ist, weiß ich nicht. Die habe ich noch nicht gelesen. Ich habe bis jetzt nur dies gelesen. Werde mir auf jeden Fall aber noch Band Nummer 2 kaufen. Eventuell 3 und 4 noch, weil das Comic ist gut. Die Zeichnung ist top. Es ist auch wieder von Levin Curio erfunden. Der hat die meisten hammerharte Horrorschocker-Geschichten auch geschrieben. Und so weiter und so fort. Und es sieht schon geil aus. Es ist gut gezeichnet. Es ist Trash. Es ist reinster Trash-Comic. Auf jeden Fall. Aber ich mag Trash. Und ich mag auch sowas. Ich lasse mich gerne auf sowas ein. Und dies ist ordentlich ganz witzig, wie das zum Zombie-Man wird. Darf ich es erzählen? Ja, ich darf es erzählen. Ne? Ja, ich erzähle es einfach mal. Es ist einfach so, dass jemand, der lässt Test mit sich machen, damit der Kohle kriegt. Und da lässt er sich was spritzen. Und ja, und dann auf einmal brechen Zombies auf. Und er wird gebissen von Zombie, aber er wird nicht direkt zum richtigen Zombie, weil er noch irgendwas in sich hat, womit er getestet worden ist, und wird nur halb zum Zombie. Er kann noch reden und ein bisschen denken, dann wird er aber noch erschossen. Ja, aber damit noch nicht genug. Er wird auch noch begraben. Und dann erst wieder zum Zombie-Man. Es ist schon cool. Es ist, das ist reinster Trash. Wer sowas mag, auf jeden Fall lesen. Wie gesagt, das Comic macht mir sehr viel Spaß. Die Zeichnung ist sehr gut. 36 Seiten hat das Comic. Alles in Farbe, selbstverständlich. Was ich natürlich jetzt ein bisschen schade fand, muss ich sagen, dass die Geschichte jetzt nicht zu Ende war. Und dass ich mir jetzt doch Band 2 holen muss. Und ich hätte lieber gehabt, dass dieses Comic eine Geschichte erzählt, die zu Ende erzählt wird. So, dass man sich dann Band 2 auf eine neue Storyline konzentrieren kann. Ich weiß nicht, ob es nachher bei Band 2 dann so ist, dass die Geschichte dann zu Ende ist und Band 3 dann weitergeht. Da müsste ich dann jetzt nachschauen, weil ich habe es noch nicht gelesen. Auf jeden Fall, wenn ich das Comic bewerten sollte, von der Skala 1 bis 10 bekommt es von mir auf jeden Fall, weil es wirklich, wer auf solche Ideen kommt, allein schon von der Idee würde ich den Leuten, die das erfunden haben, eine glatte 8 geben. Und das Comic selber ist ein bisschen noch ausbaufähiger, weil es ist noch kein richtiger Schurke da. Mal gucken, wo es hinläuft. Gebe ich es erstmal dieses erste Band 7 Punkte. Trend aufwärts. So machen wir das. So ist das gut. Ich sag, 36 Seiten kostet 4,90 €. Wenn ihr Bock drauf habt,
kauft das auf jeden Fall. Es ist lustig, es ist Trash. Und wenn ihr Bock habt auf mehr Videos von mir, dann abonniert den Kanal. Ansonsten sehen wir uns wieder. Bis dann. Ciao.